So, auf geht's ins Qualifikationstraining in Kanada. So, naja. Schauen wir mal, wie es wird. Wegen Setup laden. So, fahren wir mal raus. Complete. All personnel be aware, we have a car leaving. Noch im Menü gerade, deswegen einen Moment, jetzt. So, du hast auch ein Regensetup drauf. Na, ja, das ist es halt, ne? Wenn du einen Regen im Rennen hast, muss das Qualifying eigentlich dir schon, kannst du quasi schon herschenken. Lass Louis mal durch. Wen? Louis. Ja, mit dem werden wir auch nichts zu tun haben heute. Ach Mann! So weit über den Kopf gefahren. Mal Alonso durchlassen. Mazepin mit der ersten schnellen Runde. Gut, Patrick hat sie mal eben. Thank you.
Gelb in der Haarnadel. Der. Oder Champions war nicht. War in der Nähe. Sowas passiert sein. Dritter. Ach nee, das ist die Runde. Zehnter, Entschuldigung. Ja, ich wollte gerade schon sagen, seit wann bist du noch ist? Fahrer vor mir. Einfach langsam mal Mazepin, aber ich vermute, dass die auch teilweise auf Soft auf Dings fahren. Nee, schön wär's. Ich habe nur gesehen, drei oben links. Ich dachte mir, geil. Hast du ein bisschen Dritter. Nee, schön wär's. Fahrer hinter mir. Okay, die haben noch keine Zeit. Jetzt fahr hinter mir. No rain expected. No rain expected for the time being. Dry seem like the best tire for now. Fahr hinter mir. Say that again, we're having trouble receiving. Latifi behind. Their best lap time is a 1 minute 12.0. Ich stehe mal vor Latifi. Aber scheinbar hat die KI Probleme mit der Hana, mit der World of Champions. Das ist immer wieder gelb. Das kann im Rennen durchaus interessant werden. So. Gut, Nick hat eh noch plus 5. Probieren wir es nochmal. Nein. Abgeflogen. Ungültig, ach. Scheiß Flügelschaden.
Habe jetzt mal Master Spin und Russell hinter mir gelassen. War auf dem Weg zu einer sauguten Verbesserung und dann... Flügel oder was? Ja, ich bin in dieser rechts-links nach dieser Unterführung da, ja, ja. Bin ich rechts angeditscht. Ja, das geht bei mir ganz schnell, das habe ich aber auch eben schon gehabt. Fahrer vor mir. Giovinazzi is ahead of you. More than a lap separates the both of you. Their best lap time is a 1:11.0. So. Ich versuche nochmal eine Runde. Danach bin ich durch. Das ist mein letzter Satz. Vielleicht kann ich mir den Giovinazzi packen. Ocon, schwierig, aber mal gucken. Ocon fehlen mir immer noch 300 zu. Ach man. Was passiert? Na, die so nächste ungültig wegen dieser Scheißschikane. Ach, scheiße. Ja, ja. Ja, gut, das ist es halt. Wir haben es auf Strecken, ne? Soll ich es ein bisschen runterstellen oder willst du es so lassen? Lass es so. Ich mag die Kurve eh nicht. Zum Kotzen, diese Schikane. Gibt so Kurven, wo man sich echt fragt, was die beim Streckendesign geraucht haben. Ja, gut, aber damit du nicht mit Vollspeed in die Dings gehst. Nicht das Ziel gerade. Ja, aber wenn du mal die Schikane mit anderen Schikanen vergleichst, ist das einfach nur. Ist also wie die Imola da, die eine. Es wird auch lustig dann da Liga rennen. Ich hab eine Strafe. Na gut, die Imola kommt ja vielleicht erst im Dezember. Steht auch nicht wirklich fest. Du schlägst voll auf der Ideallinie. Dankeschön. Ich wollte dir eigentlich Windschatten geben, aber... Nee, alles gut. Ich bin schon zu schnell unterwegs gewesen. Ich habe schon Vorsprung ein bisschen. Ja, jetzt habe ich ein bisschen verloren. Jetzt wird nichts mit der nächsten.
mir dann noch eine Position. Schade. Ich hatte die, bis zum letzten Schikane hatte ich ein bisschen Vorsprung. Ich wollte dir Windschatten geben, weil ich gesehen habe, dass du es bist. Achso, ja, alles gut. Ah, schade, ich dachte, ich habe ein bisschen weiter nach vorne. Ich hatte sogar schnellsten Sektor 2, aber ich habe es mit 10,5 nur nach Hause gebracht. Aber hey, es ist 13, immerhin. Es ist jetzt nicht... Ist jetzt okay, eigentlich. Ist wieder ein bisschen was möglich. Wie viele bist du? 10. aktuell. 10. okay, ich jetzt so. Du hast 10,3, ne? Mhm. Ja gut, ich kann dich nicht mehr angreifen. Ich habe keinen Reifen, keinen frischen Satz mehr. Du hast doch keine Zeit mehr. Das ist schon 50 Sekunden vor Ich Ende. Weiß, das ist auch gerade. Das hab ich vorher nicht gesehen, aber ich habe auch keinen 13. Aber wie gesagt, 13 ist in Ordnung. Mick kriegt sowieso eine Strafe, der steht zwar hinter mir, aber ich weiß nicht, wie es mit Alonso und Stroll, je nachdem, ja. Gut, es ist Regen, ne? Aber vielleicht ist es ein bisschen, mit ein bisschen Glück möglich, Punkte mitzunehmen. Gucken wir mal. Elfter noch. Stroll hat mich noch gekriegt. Dann stehen wir ziemlich direkt hintereinander. Dann stehen wir da beide hintereinander. Aber auch, ja, gut 4-1, ja. Aber es geht ein bisschen bergauf wieder. Naja, mal gucken. Aber das Problem ist jetzt der Regen. Im Trocknen wäre es vielleicht möglich, wäre vielleicht was drin gewesen. Großartige Leistung da draußen. Ich nehme an, Sie sind recht zufrieden damit. Ja, zufrieden, ja. Sind Sie zufrieden mit Ihrer Startposition im Rennen morgen? Ihr Teamkollege scheint dieses Jahr Schwierigkeiten zu haben, an der Konkurrenz vorbeizukommen. Danke für den Kommentar. So. Ach, du hast auch ein Interview? Mhm. Ja, ich hab's auch gerade. Da sagte mir unter anderem, mein Teamkollege hat Probleme mit der Konkurrenz und alles drum und dran. Da habe ich gesagt, ja, mit dem Auto ist einfach nicht viel mehr möglich. So, ich gehe nochmal ganz schnell so und dann können wir. Naja, das gut. Ich mache jetzt einen kurzen Break nach dem Qualifier. Nach dem Quali, ja. Richtig. Und nochmal, wir sind ja Trocken-Setup. Wir sind ja beide Nass-Setup gefahren und damit ist es eigentlich in Ordnung bei der Zeit. Der. Gucken, wie es dann am Ende im Rennen wird. So, okay, dann sehen wir uns dann im Rennen am morgigen Sonntag wieder.